Ja, geht's miteinander. Ich begrüße Sie hier herzlich erneut zu einer Sequenz in unserem Fernunterricht. Und zwar möchte ich mit Ihnen die Atmungsorgane anschauen. Da tun wir uns jetzt auch wieder ein paar Notizen dazu machen und Arbeitsblätter und so weiter dazu machen, so wie Sie es kennen. In unserer Aufzählung, in unserer Auflistung ist das Kapitel 11. Also das Atmungssystem. Und da gehen wir den schönen Schritt für Schritt durch die einzelnen Organe durch und schauen die miteinander an, wie die aussehen, wo sie liegen und was für Funktionen das sie haben und so weiter. Leider haben wir im Netterin eigentlich nie so eine Übersicht über die entsprechenden Organsysteme. Ich probiere mal Ihnen hier anhand von dem App da, das App, wo Sie da Atlas der Human Anatomie, wo Sie ja schon kennen, oder probiere ich Ihnen das hier mal schnell ein bisschen aufzuzeigen. Also wir haben hier eine Gesamtansicht, eine Übersicht über die Atmungsorgane. Und zwar unterscheiden wir hier am Kopf die oberen Atemwege, dann haben wir hier einen Hals-Brustteil und im Thorax drin haben wir dann die unteren Atemwege. Hier am Kopf sieht das jetzt vielleicht im ersten Moment etwas verwirrend aus, weil einfach alle Anteile aufgezeichnet sind. Ich versuche das mal etwas rüberzunehmen hier. So. So. Wir haben hier also die Nasenhöhle, oder? Die Atemluft, die strömt ja beim Einatmen durch die Nasenhöhle und dann geht das weiter nach hinten. Hinten haben wir dann den Rachen. Also wenn Sie da so hineinschauen, hier sehen Sie das Halszäpfchen. Ich muss schauen, ob ich es noch etwas grösser machen kann. So. Einfach noch etwas grösser. Ja, aber sonst ist es. Also hier haben Sie die Nasenhöhle, da atmen Sie ein und dann strömt die Luft nach hinten hier in den Rachen und dann geht das durch den Kehlkopf. Das ist der Knorpel, den wir vorne am Hals spüren, geht es weiter nach unten. Hier haben wir dann die Trachea, die Luftröhre. Und diese Luftröhre, die teilt sich ja dann im Thorax, teilt sie sich in einen rechten bzw. in einen linken Stammbronchus, der dann medial in die Lungenflügel eintritt. Das ist jetzt leider eine etwas komplizierte Ansicht hier, vor allem hier im Kopf. Aber wir schauen uns da die einzelnen Strukturen dann schön langsam an und wir werden auch ein Arbeitsblatt mit einer Übersicht über diese Organe machen, wo wir uns mal ein erstes Mal mit den Fachausdrücken beschäftigen werden. Gut. Aber zunächst möchte ich einfach mal so als Einstieg einen Überblick geben, was die wichtigsten Aufgaben sind. Ja, wir atmen mit den Atmungsorganen. Und das heißt im Prinzip eigentlich, dass wir Sauerstoff aufnehmen. Und andererseits CO2, Kohlendioxid, abgeben. Und das geschieht also eben die Einatmungsluft, die strömt ja wie gesagt durch die Nasenhöhle, Lunge und so weiter. Kehlkopf, Trachea und so weiter strömt die in die Lungen und dort wird dann der Sauerstoff ins Blut aufgenommen. Machen wir das mal so.
Mit dem Blut wird der Sauerstoff dann in die Zellen transportiert. In den Zellen wird der Sauerstoff verbrannt, in den Mitochondrien. Also Sie mögen sich da vielleicht an die Zellbio erinnern. Wir haben ja die Mitochondrien, diese kleinen Organellen im Zytoplasma, die Energie produzieren können, und das können sie nur in Anwesenheit von Sauerstoff. Und wenn der Sauerstoff dann verbrannt wird in diesen Zellen, dann entsteht CO2, und CO2 geht dann den umgekehrten Weg, das diffundiert dann aus den Zellen hinaus, kommt ins Blut, wird dort auch an bestimmte Transportmechanismen angedockt und gelangt dann mit dem Blut in die Lungen, wo das CO2 abgeatmet wird. Jetzt diese Aufnahme von Sauerstoff in den Lungen wird äußere Atmung genannt. Also lassen Sie sich von den Begriffen nicht verwirren, das passiert ganz tief in den Lungen, in den sogenannten Alveolen oder Lungenbläschen. Die lernen wir auch etwas später kennen. Also die Aufnahme vom Sauerstoff bzw. die Abgabe von CO2 in den Lungen wird äußere Atmung genannt, und die Verbrennung von Sauerstoff wird da in den Mitochondrien, in den Zellen, das ist dann die sogenannte innere Atmung. Also das ist die Verbrennung von Sauerstoff, und dann entsteht Energie. Gut. Also der Mensch, der produziert im Tag ungefähr etwa 1000 Liter Kohlendioxid, und in geschlossenen Räumen, das wissen Sie, da würden wir ersticken. Pflanzen sind dann eigentlich diese Lebewesen, die CO2 aufnehmen können und wieder zu Sauerstoff umwandeln können. Also der grüne Farbstoff in der Pflanze, das wissen Sie vielleicht noch aus einem Biounterricht, das ist das Chlorophyll, und das Chlorophyll ist fähig, das machen zu können. Und darum spricht man ja nicht umsonst von den grünen Lungen der Erde, also das wären eigentlich alle unsere Pflanzen, unsere Wälder, unsere Blattpflanzen, also eigentlich alles, was grün ist. Und wenn das halt einfach abgebaut wird, abgebrannt, abgeholzt, um Straßen, um Siedlungen, um andere Felder und so weiter zu bauen, dann berauben wir uns halt einfach eines großen Teils unserer Umwelt, der fähig ist, Kohlendioxid in Sauerstoff umzuwandeln, und dann kommt es halt zu einem Kohlendioxidanstieg in unserer Atmosphäre. Und Kohlendioxid, das wissen Sie ja vielleicht wahrscheinlich auch, Kohlendioxid ist ein Gas, das Wärme speichern kann. Das merken Sie, wenn Sie in ein Schulzimmer kommen, wo lange Zeit nicht gelüftet worden ist, ist es immer warm. Es ist zwar schlechte Luft im Schulzimmer drin, aber es ist warm, weil es einfach einen Haufen Kohlendioxid drin hat. Und das Kohlendioxid, eben, das tut Wärme speichern, und das ist ja das Problem von unserem Klimawandel, dass wir zu viel Kohlendioxid in unserer Atmosphäre haben, und darum kühlt unsere Atmosphäre, also darum wird ja unsere Atmosphäre immer wie wärmer. Also so wenn man es aufs Erdzeitalter abrechnet, was jetzt gerade passiert, dann explodiert unsere Welt im Moment gerade. Ja, aber wir sind ja da bei der Anatomie. Also, das ist mal eine Aufgabe des Atmungssystems. Dann, eine zweite Aufgabe ist, die Einatmungsluft vorzubereiten.
Oder wenn die Luft dann hier zu unterst in den Alveolen ankommt, dann muss die temperiert, gereinigt und befeuchtet sein, weil sonst erkranken diese Alveolen und dann kann diese Aufnahme von CO2 nicht mehr regelrecht stattfinden. Und vorbereiten heißt jetzt eigentlich, die Luft wird gereinigt. Sie wird erwärmt. Oder wenn sie ganz, das ist eher selten, wenn sie ganz, ganz heiße Luft einatmen, dann wird sie abgekühlt. Aber in den allermeisten Fällen ist das so, dass sie eigentlich eher kühle Luft, also im Vergleich zum Körperinnern, kühlere Luft einatmen und die muss dann erwärmt werden und die muss auch befeuchtet werden. Und das passiert, indem diese Einatmungsluft an der Bronchial- oder Atmungsschleimhaut vorbeiströmt. Das ist eine relativ dicke Schleimhaut. Sie mögen sich vielleicht erinnern, die kleidet praktisch alle Atmungsorgane aus, mit ganz wenigen Ausnahmen, da kommen wir dann drauf zu sprechen. Und die Schicht dieser Atmungsschleimhaut, welche in Kontakt mit der strömenden Luft ist, ist ja das sogenannte Flimmerepithel. Also das Flimmer, die Flimmerhärchen sind ja so ganz kleine Auswüchse aus den Zellen. Auf dem Flimmerepithel liegt Schleim drauf und auf diesem Schleim bleiben dann eingeatmete Fremdsubstanzen oder so bleiben dann kleben und werden die mit der Flimmerbewegung aus der Tiefe des Thorax nach oben bewegt und erscheinen dort als Schleim, den wir dann abhusten oder abschlucken. Also das Kleben bleiben von Fremdsubstanzen wäre dann die Reinigung. Die Erwärmung geschieht, weil diese Atmungsschleimhaut so sehr durchblutet ist. Dann gibt es Blutwärme ab. Also das passiert alles durch das Vorbeiströmen an dieser Atmungsschleimhaut. Also Bronchial- oder Atmungsschleimhaut. Gut, dann haben die Atmungsorgane, spielen die eine Rolle bei der Stimmbildung. Da kommen wir drauf zu sprechen. Natürlich haben wir das Riechorgan in der Nasenhöhle. Das zählen wir auch zum Atmungssystem. Und dann hat die Lunge eine Fähigkeit. In der Lunge finden wir bestimmte Zellen, die fähig sind, Mikrothromben auflösen zu können. Oder? In unserem Kreislaufsystem entstehen ja tagtäglich Tausende von Verletzungen, die werden repariert. Also wir haben Mini-Blutgerinnungen an diesen Verletzungen und das sind ja dann Mini-Mini-Mini-Tromben, die da entstehen und die lösen sich dann manchmal, also da müssen wir noch gar nicht an eine Embolie oder so denken. Das sind ganz kleine, winzige Mikrothromben, die dann entstehen im normalen Reparaturzyklus von diesen normalen Verletzungen, die tagtäglich in unserem Kreislaufsystem entstehen. Und diese Thromben, die werden ja dann halt einfach mit dem Blutstrom weitergespült und bleiben im Prinzip in der Lunge stecken. Und das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist eigentlich in 99,9 oder weiß nicht, 0,8% der Fälle ist das normal und alles. Und die Lunge hat dann eine spezielle Zellbesiedelung und diese Zellen, die gehören zum Immunsystem und die sind dann fähig, diese Mikrothromben auflösen zu können. Und dann geschieht nichts, oder? Die werden dann eben aufgelöst und resorbiert und so weiter. Ja.
Wenn jetzt allerdings diese Tromben etwas größer sind, oder? Also das, die Biologie ist ja nie 100%, oder? Dann sind die halt zu groß und dann mögen diese Reparaturmechanismen nicht nach und dann kommt es halt doch zu Lungenembolien, oder? Aber in den allermeisten Fällen läuft es gut ab. Dann funktioniert die Lunge als Ausscheidungsorgan und zwar werden da vor allem leicht flüchtige oder unfettlösliche Substanzen ausgeschieden. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass so das Gehirn geschützt wird. Das Gehirn oder überhaupt das ganze Nervensystem, das Nervengewebe, was das Nervensystem bildet, ist im Prinzip ein Lipogewebe, also ist im Prinzip ein fettiges Gewebe. Und wenn Sie so fettlösliche Substanzen haben, dann können die sich in fettigem Gewebe an. Also akkumulieren, das kann zum Beispiel im subkutanen Fettgewebe sein oder halt eben im Nervensystem. Und je nachdem können diese Substanzen dann halt auch schädlich sein und darum werden die abgeatmet, bevor das Blut in das Gehirn gelangt. Oder wenn Sie da, ich versuche das mal schnell. Ich versuche da mal so schnell, mache immer schnell so ein Skizzen. Also Sie haben hier einen Mensch und da haben Sie einen Thorax irgendwie so und so weiter. Und jetzt haben Sie da irgendwie ein Herz? Ja, ist jetzt ein bisschen gross. Und sagen wir mal, da unten haben Sie irgendwie ein Verdauungsorgan. Jetzt essen Sie irgendetwas mit, sagen wir mal, wo dann so fettlösliche Substanzen drin sind. Die macht die jetzt einfach mal da so mit so Klötzli quasi. Und die fettlöslich, also das wird dann alles normal resorbiert und dann kommt sie die Leber, also die Leber wäre jetzt irgendwie da, oder? Und das ist alles völlig normal und immer noch gut und so weiter. Und jetzt kommt mit der unteren Hohlvene, also mit der Vena cava inferior, kommen die da ins Herz hinein, die fettlöslichen Substanzen, und werden dann über den Lungenkreislauf in die Lunge transportiert. Und dort werden sie abgeatmet. Und dann kommt eigentlich, ich mache jetzt da, mache das wieder, oder? Und jetzt kommt das gereinigte Blut, also die von den fettlöslichen Substanzen entfernte Blut kommt, das kennen Sie jetzt, kommt da zurück ins linke Herz hinein und dann wird das alles über Aorta, Körperkreislauf und so weiter, wird das in Körper und ins Hirn und so weiter verteilt, oder? Also in den Lungen innen, also da eigentlich werden die fettlöslichen Substanzen abgeatmet und sind dann nachher nicht mehr im Kreislauf innen, sodass sie allenfalls das Hirn dann nicht mehr schädigen. Und auch da, also Biologie ist ist nie 100%, wenn jetzt halt einfach too much kommt, also wenn sie aus irgendeinem Grund ganz viel von diesen fettlöslichen Substanzen essen, trinken, was auch immer, dann sind halt alle die Eliminationsmechanismen und so sind überfordert und dann kommt halt gleich irgendetwas in das Hirn hinein und bewirkt dann etwas. Und jetzt ist meine Frage, kommen Ihnen da so fettlösliche, leicht flüchtige Substanzen in den Sinn? Die sie allenfalls über die Lunge abatmen. Und wenn sie aber zu viel von diesen Substanzen eingenommen haben, dann gelangen diese Substanzen ins Hirn und können dort irgendetwas bewirken.
Was kennen Sie da? Also zum Beispiel Alkohol. Denken Sie an die Fahne. Oder wenn Alkohol abgeatmet wird, dann riechen Sie das. Also Alkohol eben ist so eine fettlösliche Substanz. Etwas, was mehr zu den leichtflüchtigen Substanzen gehört, aber auch fettlöslich ist. Das kennen Sie aus Ihrem Berufsalltag. Das sind die Narkosegase. Oder? Und hier wird jetzt der Körper im Prinzip überflutet mit Narkosegas. Also da funktionieren diese Eliminationsmechanismen über die Lunge sowieso nicht, weil der Körper ist auch, also der Mensch ist ja auch intubiert, oder? Und die Konzentration wird dann so hoch, aber das ist gewollt, oder? Das ist gewollt, dann haben Sie nachher hier eine Überschwemmung des Gehirns mit den Narkosegasen und dann kommt es zu einer Reduktion des Bewusstseins bis zur Bewusstlosigkeit. Und wenn Sie jetzt eine lange Operation haben mit einer mehrstündigen Intubation, dann reichern sich diese Narkosegase halt nicht nur im Gehirn an, sondern die diffundieren dann auch in das Fettgewebe des Körpers. Und darum ist es den Leuten, wenn sie nach einer mehrstündigen Operation erwachen, halt auch so wahnsinnig schlecht, weil das Narkosegas halt noch im Körper drinnen verteilt ist. Oder? Sobald der Patient oder die Patientin extubiert wurde, atmen sie wieder normal Sauerstoff ein und aus. Und weil das Hirn so gut durchblutet ist, werden dort halt auch zuerst dann die Narkosegase abgeatmet, rausgeatmet und so weiter und dann erwachen sie wieder. Aber im Fettgewebe des Körpers bleiben die länger liegen, diese Narkosegase, weil das Fettgewebe halt einfach schlechter durchblutet ist. Gut. In der Innerschweiz hat man einmal wahnsinnig Probleme gehabt mit so einem, kommt man gerade in den Sinn, mit so einem Naturheilpraktiker. Der hat den Leuten gesagt, sie sollen Petrol trinken. Petrol sei gut für, weiss doch auch nicht was. Also der, und also Kantonsarzt, also man hat den mit allen, der probiert zu verwischen, der ist dann immer wieder fortgezügelt, oder? Also das ist, ich weiß nicht, Aufruf zur Körperverletzung oder so etwas. Also da müssen Sie jetzt einmal einen Jurist fragen. Aber jede Petrolflasche, die Sie haben, erstens ist das Petrol eingefärbt, dass man es nicht trinkt. Zweitens hat es einen kindersicheren Verschluss. Und Petrol ist jetzt auch so ein leichtflüchtiges, fettlösliches Produkt. Wenn Sie das trinken, dann wird das über die Lunge ausgeschieden. Lebt ihnen die Lunge so, dass sie nachher ein riesen Problem haben. Also dann sind sie nachher schwer lungenkrank. Und wenn es mir recht ist, schade, bin ich jetzt nicht von ihnen allen. Ich nehme an, jemand von ihnen hat von dem vielleicht schon mal gehört. Gerade noch vor Corona hat es in den USA so eine Welle gegeben mit Vaping-Produkten, glaube ich. Vaping Products, was einfach so, wie sagt man, dem Geschmacksstoff zugesetzt haben, wo einfach mega schädlich sind. Also die Lungenleistungen von den Jungs und Mädels, die gehört haben, die ist von 100 auf 20 gesunken. Also die Leute sind fast bestickt. Also die haben eine intensivmedizinische Betreuung gebraucht, weil sie sich ihre eigene Lunge verklebt haben. Gut. Was haben wir noch? Ah, Stoffwechselendprodukte. Wenn Sie lange Zeit nichts gegessen haben, dann schaltet Ihr Körper auf einen energieproduzierenden Weg um und am Ende dieses Weges entsteht Energie, was wir zum Leben brauchen, plus ein Stoffwechselendprodukt, das ist Keton.
Und das wird dann auch abgeatmet. Und das riechen sie auch an sich selber, an ihrer eigenen Ausatmungsluft, wenn sie lange Zeit, also mehrere Stunden, nichts gegessen haben. Das ist, ja, es schmeckt ein bisschen wie Aceton. Aceton kennen sie vielleicht als Reinigungsmittel. Also es ist nicht etwas Stechendes oder so, aber es ist ganz ein spezieller Geruch. Und Ketone entstehen halt auch bei Diabetikern, wenn die entgleisen. Also wenn sie jemanden am Boden antreffen, der bewusstlos ist, dann schnuppern sie dieser Person vielleicht mal an der Nase. Weil wenn diese Person nach Alkohol riecht, dann hat sie einen Rausch. Und wenn diese Person aber so einen speziellen Ausatmungsgeruch hat, dann kann das eine Ketose sein und dann braucht diese Person unbedingt eine notfallmäßige Betreuung. Dann entgleist der Diabetes. Gut. Ja, dann gibt es noch so Spezialfälle. Also es gibt bestimmte Neoplasien, bösartige Neubildungen, die Stoffwechselendprodukte produzieren, welche dann zum Beispiel von Tieren wahrgenommen werden können. Das sind dann diese Krebshunde. Es gibt Hunde, die sind speziell darauf konditioniert, dass sie das eigentlich riechen. Ist eine sehr billige, nicht invasive Therapie oder Screening-Test, nicht eine Therapie, Entschuldigung, ist ein Screening-Test. Aber es ist auch nicht die Sache von jedem Patienten, sich von einem Hund abschnüffeln zu lassen. In Finnland, Helsinki, werden zum Beispiel Corona-Hunde eingesetzt. Das sind Hunde, also wenn sie Corona, Stoffwechsel, wenn sie Corona, also wenn sie Covid erkrankt sind und das vielleicht klinisch nicht merken, asymptomatisch sind. Dann entscheidet sie bestimmt die Stoffwechselprodukte, die während der Covid-Erkrankung entstehen, scheidet sie über ihre Talgdrüse aus. Und Helsinki macht jetzt Folgendes: Das tut seine Passagiere, die in Helsinki auf dem Flughafen landen, die müssen sie sich abreiben mit Tüchern, oder? Der Talg, der Hautfett, klebt dann an diesen Tüchern. Und dieselben Tücher werden dann den speziell ausgebildeten Hunden zum Schnüffeln gehen und die detektieren das recht mit einem recht hohen Erfolg oder praktisch 100% finden die also alle positiven Leute so raus. Und der Bärse möchte jetzt das eigentlich auch. Ja. Ja, okay. Vielleicht kommen wir da später noch einmal darauf zurück. Also wir haben hier die wichtigsten Aufgaben vom Atmungssystem, eben die Aufnahme bzw. die Abgabe von Kohlendioxid. Dann wird die Einatmungsluft vorbereitet, indem sie an der Bronchialschleimhaut vorbeiströmt. Also die wird gereinigt, erwärmt und befeuchtet. Dann spielt das Atmungssystem eine wichtige Rolle bei der Stimmbildung, enthält das Riechorgan. In der Lunge haben wir ein bestimmtes System, welches fähig ist, Mikrotromben aufzulösen. Und dann ist die Lunge, ein ganz wichtiges Ausscheideorgan, eben für leichtflüchtige und flüssige Substanzen. Und dann hat die Lunge noch eine, last not least, können wir das hier auch noch dazu nehmen. Die Lunge spielt noch eine Rolle in der Regulation des Blut-pHs. Also des pH-Wertes des Blutes. Gut. Okay. Sie sollten dieses Blatt erhalten haben mit dem Dateinamen Atmung 11. Und da sind jetzt einfach einige Begriffe drauf, wo ich Sie bitte,
das mal durchzulesen und dann sollten Sie diese Begriffe irgendwann kennen. Also das ist nicht ein Infoblatt, also das, was hier drauf steht. Das müssen Sie früher oder später kennen, damit Sie die medizinische Sprache verstehen. Das Hämoglobin, das ist ein Protein im Erythrozyt drin, also im Zytoplasma des Erythrozyten. Die Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen und das Hämoglobin eben ist ein relativ langes, großes Protein und das ist so speziell aufgefaltet. Und in der Tasche, die durch diese Auffaltung entsteht, kann der Sauerstoff gebunden werden und so ist das Hämoglobin, also letztlich das rote Blutkörperchen, dafür verantwortlich, dass Sauerstoff transportiert werden kann. Gut. Dann haben wir den Begriff der Dyspnoe, also Dys ist die Vorsilbe und heißt einfach, es funktioniert schlecht. Das sagt uns noch nichts, ob es einfach weniger gut funktioniert oder ganz, ganz, ganz schlecht. Eine Dyspnoe ist einfach eine Atemstörung. Das kann ein leichtes Keuchen sein, wenn Sie zum Beispiel etwas hin und her gerannt sind oder so. Oder halt auch ganz, ganz schwere Asthmaanfälle zum Beispiel. Also das beinhaltet jede Form der Atemstörung. Und dann haben wir die Begriffe Hypoxämie und Hypoxie, die hängen zusammen. Also Hypox heißt einfach zu wenig Sauerstoff. Und Ämie ist alles, was mit Blut zu tun hat. Und Hypoxämie heißt dann halt zu wenig Sauerstoff im arteriellen Blut. Das kann sein, wenn Sie zum Beispiel zu wenig rote Blutkörperchen haben, die dann halt dann wird dann auch zu wenig Sauerstoff transportiert. Oder Sie haben eine Lungenerkrankung, sodass, denken Sie an Covid-Pneumonien oder so, Sie haben eine Lungenerkrankung, kann aber auch Asthma oder ein Emphysem oder so sein, wo dann halt auch zu wenig Sauerstoff aufgenommen wird und dann demzufolge zu wenig Sauerstoff im Blut ist oder Sie haben eine Kohlenmonoxidvergiftung. Kohlenmonoxid entsteht bei Verbrennungen mit ungenügender Belüftung. Also wenn Sie ein Feuer machen in einem geschlossenen Raum und das verbrennt mit zu wenig Sauerstoff, dann entsteht nicht CO2, nicht Kohlendioxid, sondern Kohlenmonoxid und das ist hochgiftig. Also das koppelt am gleichen Ort, am Erythrozyt, wie eigentlich der Sauerstoff, aber das ist so eine kovalente Bindung, die aber viel, viel stärker ist zum Hämoglobin als zwischen dem Sauerstoff und dem Hämoglobin. Und dann ist diese Tasche, wo an sich das Sauerstoffatom drin steckt, ist dann halt besetzt und dann transportieren die Erythrozyten nicht Sauerstoff, sondern Kohlenmonoxid. Und das kann aber vom Körper nicht verwertet werden. Also die Hypoxämie, zu wenig Sauerstoff im Blut. Und dann kommt es zur Hypoxie. Und auch hier Hypoxie, einfach zu wenig Sauerstoff. Und zwar ist es eine Unterversorgung, entweder im ganzen Körper oder einfach in Teilen davon als Folge der Hypoxämie. Und je nachdem, wie stark das ist, kann das einfach von einer Ermüdung gehen oder von Konzentrationsstörungen oder so, bis zum Beispiel bläulich verfärbte Lippen oder Atem- und Bewusstseinsstörungen und so weiter. Also das können Sie sich ja hier mal durchlesen. Und dann haben wir den Begriff Anoxie, also An ist die Vorsilbe für völliges Fehlen, nicht vorhanden sein. Also Anurie zum Beispiel ist ein Fehlen von Urin. Hier haben wir eine Anoxie, ein Fehlen von Sauerstoff, aber das ist in der Medizin, kommt das eher weniger vor, das ist eher ein technischer Begriff. Wenn wir dann noch einmal hier zur Hypoxie zurückgehen und uns die Symptome anschauen, die
am Körper entstehen können, wenn wir zu wenig Sauerstoff haben, dann wird das umschrieben mit dem Begriff Zyanose. Cyan ist die blaue Farbe und die Zyanose beschreibt dann halt einfach die bläuliche bis zur violetten Verfärbung der Haut, der Schleimhäute und so weiter. Einfach dort, wo das Blut gut durchschimmert, wird dann alles etwas bläulich. Gut. Die Asphyxie, das ist eine Notfallsituation, da kommt es zum Zusammenbruch des Kreislaufs, also da atmen Sie im Prinzip nicht mehr. Ja, danke schön.